Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und diesmal haben wir einen Pegasus, dem man leider ein bisschen die Flügel gestutzt hat. Er läuft nicht wirklich gut und hat immer Probleme beim Anspringen. Macht so ein ganz komisches Geräusch. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich drücke mal den Anlasser, vielleicht wisst ihr dann schon, was ich meine. Jetzt ist er super angesprungen, weil er auch schon mal lief. So, jetzt habe ich die Karre nochmal ausgemacht und gehe bei und lasse sie jetzt nochmal an. Mal gucken, ob ihr dieses merkwürdige Geräusch dann hört. Das hört sich echt ekelhaft an. Außerdem ist es mit Sicherheit nicht okay so. Hört er? Na, das hört sich ja wirklich scheiße an. Da muss irgendwas mit dem Anlasser nicht in Ordnung sein. Ich muss mal den Valio-Deckel aufmachen und gucken, was da los ist. So, jetzt benutze ich mal den Kickstarter und dann werdet ihr hören, dass dieses Geräusch nicht da ist und die Karre auch dementsprechend schnell anspringt. So, also schauen wir mal. Seht ihr, das ist alles gut, aber hier hat schon irgendjemand dran gefummelt. Man sieht das an den Schrauben, wenn er hier ein bisschen guckt zum Beispiel. Das ist alles nicht so in Ordnung. Da hat wohl jemand schon verwirklicht. So, ich zeige euch den Roller jetzt mal komplett. Na, da hat sich einer farblich auch sehr verwirklicht. Allerdings muss man dazu sagen, aber das weiß ich ja selber, dass das mit der Lackiererei nicht so einfach ist. Und hier seht ihr auch, wenn ihr guckt, der Bremshebel ist extrem verbogen. Hier oben haben wir Lackschäden, die aussehen, als wenn das Ding schon mal richtig einen Bums gekriegt hat. Und genauso fährt er sich auch. Hier vorne an der Lampe haben wir das Gleiche, die scheint auch zum Himmel. Ich bin ja schon mit gefahren mit dem ganzen Ding. Und dann haben wir hier vorne irgendwo, das muss ich gleich noch näher untersuchen, ich vermute, dass der Reifen oder die Felge einen weggekriegt haben. Weil der fährt sich wirklich wie ein Bund Wurzeln. Na, aber ansonsten ist der Pegasus Sky eigentlich kein schlechter Roller. Na, ist natürlich wie alles. Bisschen was hat er schon auf der Uhr. Seht ihr, 18.000. Na, aber das ist für einen 50er, wenn man sich ein bisschen drum kümmert, halb so wild. Na, und wir gehen jetzt mal bei. Der läuft nicht so richtig gut. Und vor allen Dingen vorne das Schlagen in der Achse, das muss irgendwas haben. Außerdem kommt da auch ein Geräusch her. Also gucken wir uns mal an, was hier genau los ist. So, wir gehen jetzt erstmal bei und werden diese ganzen Schrauben lösen. Hier. Und zwar ist das hier bei dem Ding, ist das ein 6er Imbus. Mit denen lösen wir die Schrauben und dann hoffe ich, dass wir den Vario-Deckel so abnehmen können. Und dahinter sollte das Problem sitzen bei dem E-Starter. So, hier könnt ihr das sehen. Hier sind jetzt auch wieder zwei Imbusschrauben. Die muss man lösen und dann kann man das nach vorne rausnehmen und dann müssen wir mal gucken, ob das das Problem ist. So, ich werde jetzt noch mal mit E-Starter starten. Bei dem Modell kann man das machen, weil die Halterung hier mit Schrauben ist von dem E-Starter. Bei anderen Modellen ist das im Deckel, da könnte man dann nicht starten. Aber hier kann man das machen, deswegen drehe ich mal den Zündschlüssel rum und dann können wir mal gucken, ob das Geräusch von da kommt, wo ich vermute. Hört ihr? So, ich bin noch mal ein bisschen näher rangegangen, aber für mich hört sich das nicht an, als wenn das Geräusch von da unten kommt. Außerdem will er jetzt gar nicht mehr anspringen, wahrscheinlich ist die Batterie zu schwach. So, also für mich hört sich das an, als wenn es irgendwo hierher kommt. Ich habe da schon eine Vermutung. Ich drehe noch mal den Zündschlüssel um und dann gehe ich noch mal bei, versuche das Ding zu starten. Und dann vielleicht kann man das irgendwie hier besser hören. Aber ich muss erstmal eine andere Batterie ranmachen, die ist tot. So, ich habe jetzt mal eine andere Batterie rangemacht und das Helmfach ausgebaut, damit wir hier rankommen. Na, so sieht man wenigstens alles.
Wenn man da genau hinguckt, sieht man zumindest, dass da schon lange irgendjemand nichts gemacht hat. Das sieht alles sehr verschmutzt aus, aber das ist teilweise auch normal. So, jetzt drehe ich nochmal den Schlüssel rum und wir hören mal, ob wir jetzt dieses Geräusch hören, was wir da ja eben hatten. Das war schon mal nix, wie das immer so ist, der Vorführeffekt. Das hört sich alles ziemlich gut an, muss ich sagen. So, ich habe jetzt nochmal das Ding angelassen, damit ihr das hier mal sehen könnt in der Radiomatik alles. Dass hier keine Geräusche kommen, oft kommen von hier vorne schlagende Geräusche. Das sind dann die Radiokugeln, wenn die nicht mehr ganz rund sind. Oder hinten klemmt eventuell die Kupplung, aber ich gebe mal Gas, dann könnt ihr sehen, das ist alles verhältnismäßig normal. So, ne, also da kommt jetzt auch nichts her, wie das manchmal so ist mit dem Problem. So, das lassen wir dann auch so. Das sieht so insofern auch alles hier ganz ordentlich aus. Keilriemen sitzt fest, habt ihr gehört, beim Laufen macht es auch keine Geräusche. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier irgendwo ist. Und jetzt wird es auch schon wieder duster. So, ich habe jetzt hier nochmal geguckt, hier sind die Zahnräder auch alles in Ordnung und so. Also es sieht auch nicht so aus, als wenn das Geräusch davon herkommt. So, weiter geht es mit den nächsten Problemen. Und zwar seht ihr, hier haben wir ja fast eine 8 drinne und außerdem geht die Beleuchtung im Tacho nicht. Das ist auch schlecht, wenn man im Dunkeln fährt und jetzt im Winter wird es ja früh dunkel. Das ist auch nicht okay, da gucken wir jetzt mal nach, was wir hier für Probleme haben und werden das beheben. So, jetzt kümmern wir uns als nächstes mal um die Tachobeleuchtung. Dazu müssen wir hier vorne das abnehmen. Da haben wir jeweils hier eine Kreuzschraubenzieher, hier eine Kreuzschraube, da eine Kreuzschraube und hier vorne auch. Die können wir lösen und dann können wir das Ding nach vorne abnehmen. So, wenn ihr denn die vier Schrauben gelöst habt, könnt ihr das nach vorne abziehen. So, seid vorsichtig, nicht, dass euch das Plastik wegbricht. Irgendwas klemmt hier noch. So, jetzt haben wir es ab. Und dann seht ihr hier, sind jeweils die Lampen. Ne, die wir dann tauschen können, damit hier auch wieder sowas geht. Oder wenn ihr an die Tachoeinheit müsst, also weil die Welle kaputt ist und so, dann müsst ihr hier natürlich auch ran. So, Motor ist an und jetzt kontrollieren wir mal, wenn wir das Licht anmachen, ob die Birne hier vorne brennt. Seht ihr, die brennt nicht. Das ist schon mal nicht gut hier. So Leute, jetzt müssen wir uns mal darum kümmern, eine Glühbirne zu finden. Hier habe ich schon mal geguckt, ich habe ja einiges gesammelt, aber muss euch ganz ehrlich sagen, hier ist keine bei. Aber das ist ja nicht so wild, wir haben ja noch ein paar andere Aktionen hier, weil ich sammle ja die Birnen immer. Hier ist so eine kleine Tüte drin, da wollen wir mal gucken, weil das sind ja so kleine Birnen, wenn euch die auf den Boden fallen, die findet ihr ja nie wieder. Aber hier ist eine Tüte und wie ich das sehe, ne, weil ich bin ja Sammler und Jäger, ne? Seht ihr, ne, sind hier diese ganz kleinen, das sind die, die für die Armaturen sind, obwohl es nach Modellen auch immer verschiedene gibt. Aber ich habe sie jedenfalls, die setzen wir jetzt mal rein und dann gucken wir, ob uns Licht aufgeht. So, diese kleine Birne, die ist wirklich klein, wird dann hier reingesteckt. So, und jetzt machen wir mal das Licht an und gucken mal, was hier passiert. Ne? Wie ihr seht, haben wir jetzt wieder die Erleuchtung und so und sehen wieder, ob wir eine Geschwindigkeitsübertretung haben oder auch nicht. So, wenn ihr dann schon dran seid, dann kontrolliert auch mal die anderen Dinger, ob die gehen. Wie zum Beispiel hier Blinker. Das Öl kann man jetzt schlecht kontrollieren, aber Blinker geht. Und dann hier die ging nämlich nicht, und zwar das Fernlicht, müsstet ihr da sehen, so ein bisschen leuchtet jetzt und es wird eben dann, seht
Meter. Die war nämlich auch kaputt, aber wir haben sowas hier alles liegen. So, jetzt wollen wir uns hier mal um den Bremshebel kümmern. Ich habe beim alten Roller was abgebaut und gucke jetzt mal, ob ich das hier rankriege. Dazu müssen wir hier mit einem Kreuzschlitz ran und hier unten müssen wir mit einer Achter Nuss kontern. So, hier oben also Kreuzschlitz, unten eine Achter Nuss. So, und dann drehen wir hier diese Schraube raus. Und dann müsste man normalerweise den Bremshebel lösen können. Geht ein bisschen schwer, aber das ist auch normal. Die war wahrscheinlich noch nie ab. So, ich habe jetzt hier eine Zange so zwischengesteckt. Und zwar habe ich die Hinterbremse damit entlastet, damit ich oben überhaupt jetzt den Bremsgriff wieder, den Bremshebel wieder einhaken kann. So, seht ihr, dann haben wir nämlich hier ein bisschen Spiel und jetzt können wir hier den Bremshebel gleich einhaken und dann können wir den wieder ranbauen. So, eingehakt habe ich das Ding jetzt. Dann unten wieder die Achternuss drauf. Oben den Kreuzschlitz. Und dann drehen wir das Ganze mal fest. So, das sieht alles gut aus, zieht auch gut und man kommt jetzt auch ordentlich wieder mit der Hand dran. Habe ich Glück gehabt, dass das nicht weggebrochen ist. So, das ist soweit in Ordnung. Wie gesagt, den konnte ich hier nochmal richten. Das sieht jetzt auch wieder in Ordnung aus. Die Tachobeleuchtung geht auch, Fernlicht auch, sowas sollte alles gehen. Und jetzt müssen wir uns noch um den unteren Bereich kümmern, und zwar um diese Lampe hier. Weil die scheint nämlich in den Himmel. Ich zeige euch das gleich mal. Das ist echt ekelhaft. So, ich hatte jetzt hier vorne das ab mit dem 6er Imbus. Ne, mache ich jetzt wieder dran. Seht ihr, hier sind drei Stück auf der anderen Seite auch. Dann ist das wieder fest, weil hier war so ein Dichtungsgummi, was rausguckte. Und dann machen wir noch die Einstellung gleich. Und wir müssen natürlich von hier hinten, da kommen auch noch so ein paar Kreuzschlitzschrauben dran. Das ist hier alles ziemlich stabil gemacht. So, jetzt müssen wir hier noch die Kreuzschlitz dran machen. Hier kommt eine hin, da auch und auf der anderen Seite auch. Das ist also mit 6 Schrauben gesichert. Das ist vernünftig und es ist noch nichts weggebrochen. So, ich habe jetzt den Roller mal hier reingestellt. Leider ist es noch nicht dunkel genug. Ne? Aber ich kann jetzt nicht eine Stunde warten. So, wir geben jetzt mal Gas und gucken mal, wie das Licht hier steht. Kann man sehen, dass er ein bisschen hoch steht. So, und jetzt gehen wir bei. So Leute, ich habe mir jetzt mal eine Markierung in der Garage gemacht. Und zwar hier, seht ihr, das sind 65 cm, dieser Punkt hier, den ich hier hingemacht habe. Und ich habe den Roller jetzt mal genau an der geraden Tür gestellt, das sind ungefähr 5 Meter und dann sollte dieser Teil, wenn ich jetzt das gebe, hier enden. Das heißt, das sollte hier stehen, die ganze Sache. Er ist wohl ein bisschen zu hoch und dann müssen wir ihn etwas runterdrehen. Ich zeige euch das jetzt mal. So, seht ihr, das ist hier der Punkt. Jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas bei der Karre. So, dann seht ihr, das ist schon mal nicht schlecht, aber noch nicht hundertprozentig. Das werden wir jetzt mal kurz ändern. So, wir gehen jetzt hier vorne mit dem Kreuzschraubenzieher, gehen wir ran und dann drehen wir dieses Ding rein. Und dann müsste er da weiter runter gehen, der Punkt.
So, nochmal von weitem. Ich gebe nochmal Gas und dann könnt ihr das da hinten sehen, wie das Tailfin und das Ganze ausleuchtet und nicht blendet. Alles gut. So, was hier genau ist, weiß man noch nicht. Ich habe geguckt, die Felge, insofern sieht nicht aus, als wenn sie einen weg hätte. Aber wenn man sieht, hier zum Beispiel, ich glaube, dass die Scheibe einen weg hat, weil es lässt sich jetzt drehen und dann kommt ein Punkt, jetzt hier, wo sie extrem schleift und so. Und das bedeutet für mich, dass eventuell die Scheibe einen weg hat. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. So Leute, ein paar Kleinigkeiten habe ich jetzt gemacht. Ich mache die Kiste mal an. Wir müssen ja da noch weitermachen. Das heißt, es gibt noch einen zweiten Teil, ne? Das ist leider so, weil die Bremsscheibe da unten und das alles ist nicht so in Ordnung. Außerdem, der Lenker ist irgendwie nicht so richtig fest. Aber ich muss jetzt noch mal alles ausprobieren. Anspringen tut das super. Sogar die Innenbeleuchtung geht. Ich sehe jetzt endlich mal, wie schnell ich fahre. Deswegen werde ich jetzt gleich mal eine kleine Runde drehen, noch zum Abschluss. Ich wünsche euch allzeit eine gute Fahrt. Und wenn ihr ein Abo nehmt oder mal so liked, finde ich auch ganz geil. Bis dann, euer Rolf. Ciao.